Havanna. Hawaii. Hawaii ist es ja nicht, aber trotzdem. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal Richtung dieser Quest, oder warte mal, über uns. Ist ja hier noch so ein musikalisches Stück. Ich will eigentlich nur das Ding haben. Ich will keinen Kampf mit dir. Ja, hallo? Warum kann ich da nicht hoch? Das Ding ist schnell. Das Ding ist zu schnell. Ist das Ding hin? Los, schneller! Also vorhin, das war einfacher. Das Ding ist weg. Und dann gehen wir mal hier wieder über ein Haus und so. Ich würde einfach mal sagen, gehen wir wieder zur nächsten Hauptquest. Hier sind noch Vögel, dort ist ein Waffenladen. Alle hopp, springen wir da gerade rüber. Nicht abrollen, ich wollte mich eigentlich jetzt abrollen. Ich aber leider nicht, war nicht hoch genug scheinbar. Wir müssen jetzt den netten Kerl verhören. Hallo! Und tschüss! Den Attentate! Verüben. Ne, das ist der Assassin. Auftrag, den wollen wir jetzt noch nicht starten. Also ich will jetzt erstmal, wie ich es geplant habe, dass ich jetzt als erstes mal erstmal ein paar Hauptmissionen mache, um ein bisschen Geld zu kriegen. Zwischendurch immer hier wie hier jetzt Aussichtspunkte machen. Aussichtspunkte zu machen. Karte dabei zu erkunden. Dann die Manuskripte. Und hier Piraten auf jeden Fall immer freizuschalten für meine Crew. Für meine Crew, Digga. Und die Dinger halt alles. Ach, hier ist ja noch ein Kurier. Gerade oben aufgefallen, so Nebenmission, die Kurier oder sowas abfangen. Ah, ich weiß nicht, da muss ich jetzt eigentlich dem hinterherrennen, muss ich wieder hierher rennen. Ich weiß nicht. Ah, der Kurier ist eh schon weg, von daher. Ich muss gar nicht hierher, fällt mir gerade auf. Ich muss ja noch weiter hier links. Da läuft der Kurier. Ah, verdammt. Oh, ist der schnell. Alter, ist der schnell. Ich komm dem nicht nach. Vielleicht geht dem die Booster aus. Dann bin ich wieder schneller. Bums. Ja. Okay. Warum ist der mir entgegengelaufen? Ich wollte ihn ja eigentlich gerade erschießen. Und war da, der mir ja gerade leider entgegengelaufen ist. So, ne? Ist leider nichts drüber rausgekommen. So. Was haben wir denn? Kunstgegenstände. Jagdbeute verkaufen. Oh, komm. Jagdbeute verkaufen. Oder eben nicht. So, spanischer. Hier, ach, so alles teuer. Französisches. Offizielles Kurzschwert. Ach, ist ja wurscht. Wurscht! Da hat mich. Gehen wir nochmal hier hoch. Wir machen gerade unsere Mission. Interagieren. Hallo Schwein. Hallo Schwein. Kommt, lasst uns anstoßen. Ich auch. Ein Hacklet machen oder ein Schnitzel aus dem Schwein. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Gute Frage. Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand.
Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Die Aufseher aufspüren. Okay. Schleich, 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 schleich. Kann ich nicht killen? Muss ich killen? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine Heuschrecke. Nicht Heuschrecke, wie heißt Vogelgescheuche? Schrecke. Gerade jemand entgegen, ey. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Hihihi. Schnell ausnutzen. Zack, zack, zack. Ist ein kleines Flüsschen. Da gehen wir mal hier drüber. La la la. Ganz, ganz, ganz unauffällig hier. Das ist noch eine Beutekur. Ich gern. Muss ich den um? Was ist denn die Beutel? Beute? Ja. Seh die nicht. Müssen wir mal erstmal gucken. Könnt ihr jetzt natürlich auch umbringen. Da steht sie. Ja, du bist besoffen. Der wird jetzt gleich Alarm schlagen. Das heißt, ich muss hier ganz schnell weg. Ja, pfeifen kann ich auch. Ja, der hat den Schlüssel. Komm mit. Genau. Na, den plündern wir schnell. Okay, dann haben wir Munition. Und natürlich den Schlüssel. Warum ist der aufmerksam? Der hat nicht irgendwie aufmerksam zu sein. Nicht den Kämpfer wickeln lassen. Wachen aus Anfischzonen heraustöten. Nicht den Kämpfer verwickeln. Hab ich ja noch nicht. Ah, hat mich keiner gesehen. Eine Wache. Da haben wir eine. Da hinten läuft was. Da läuft noch ein Spaten. Da komm her. Ah, da läuft auch noch so ein Freund. Ach, dahinter. Ne, das ist der beste erreichen. Hat schon, da wäre noch einer. Genau. Guck mal weg, guck mal weg, muss mal weggucken, Leute. Leute, helft mir doch mal, der muss weg. Gar keine viele. Warum kommen denn da genau da jetzt noch so eine Zweierpatrouille? Wenn der gerade weg. Das ist echt eine Schweinerei.
Da hinten läuft auch noch einer, kann ich den markieren? Ja, das ist zu weit weg, oder? Ja, das ist zu weit. Also normal müsste man ja einem das ja auffallen, wenn sein Wachposten gegenüber fehlt, aber... Scharfschützen sind tödliche Gegner aus der Ferne, die schießen können. Weichen sie ihn aus oder töten sie zuerst? Aha. Hey. Ja. Ja. Hallo. So, dieses Missionsziel haben wir schon mal erreicht. Dann haben wir noch so zwei Spaten. Müssen wir denn hin? Oh, bin ich noch so weit. So. Katzen, die hätten mich entdeckt hier. Ah, den markieren wir noch. Haben wir noch irgendwo? Gegner? Ne, da rein müssen wir. In das Haus. Den weißen Stein. Wie komme ich da raus? Drehen die sich beide um oder dreht sich gar keiner um? Er dreht sich nicht um. Könnte ich hier durch die Bäume? Theoretisch sieht gut aus. Sähe so aus, als wenn ich könnte. Teils. Könnte auf den Wachposten, dann über den Baum da drüber. Den anderen Baum da drüber. Ich glaube, dann wird er mich trotzdem sehen. Oder ich bin einfach hier lang, weil die NPCs einen nicht sehen. Oder ich kann natürlich auch von hier. Warum sind die alle? Sind alle tot. Das ist sehr merkwürdig. Der Weiße ist mit Sicherheit ein Assassine. Basta, ja! Doch nicht. Ja, noch nicht, ich weiß. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Ja? Captain Leckmich. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bring ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ja, den hab ich euch genommen. Ja, ich bin böse. Böse. 100%. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Also ich sehe ein Fenster. Naja, ich sehe eigentlich nur schwarz und einen Fensterrahmen. Mehr habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen.